So, bevor wir an den Christian gleich abgeben auf der langen Strecke, haben wir noch die Finalbesetzung bekannt zu geben. 100 Meter Freistil der Frauen, auch wieder das A, B und das Jugendfinale. Now we have the finalists for event 112, the women's 100 meters freestyle. In the A final, Maria Teresa Perales, Eleanor Simmons, Cecilia Camellini, Magda Teuters, Lisette Toynesen, Jessica Applegate, Miriam de Koenig-Pepper, Natalie Massey, Natalie Dutoy, Tanya Gröper. In the B final, Marie Oosterhuis, Olivia Jablonska, Kirsten Brun, Katarzyna Paulik, Verena Schott, Emanuela Romano, Samicha Ritsoglu, Maya Reichard, Maike Naomi Schnittger und Stephanie Weinberg. Und für das Jugendfinale haben sich dann qualifiziert über die 100 Meter Freistil Larissa Türke, Nadine Brede, Sabrina Elbe, Emily Telle, Una Anna Weber, Alina Mühlenjos, Lisa Tautenhain, Marie Eckermann, Laura Schürmann und Laura Wrobel. Abmeldung für alle Finale bis 11.45 Uhr. Silvio, ja, meine Damen und Herren, und während dieser 800 Meter möchte ich die Gelegenheit nutzen. Bei mir ist Simone Fragoso und Matthias Ulm. So we say hello, Simone. Hello. Und hallo, Matthias. Hi. Ja, vielleicht kriegen wir das ja mit der... So, jetzt haben wir auch die Bildregie gut hinbekommen. Simone, so you were so happy... So I know that the batteries are brand new, but maybe we are too far away from the pool. So you were so happy if you win. So what's happened? I was not happy, I was excited. I'm so excited, and I just can't hide it. I'm so strong, and I think I like it. So I was very happy. Because I made my national record in Portugal, and I got a better place to get to London, so I was very happy. I translated first.
Yeah, also sie ist eben sehr, dass sie singen kann, so that she can sing, you can hear it. Und sie war sehr, sehr glücklich, als sie eben angeschlagen hat, wusste sie, sie ist portugiesischen Rekord geschwommen. Das ist so im Moment Platz 8 auf der Welt und damit ist sie bei den Paralympischen Spielen dabei. So when you're looking into the Berlin pool, it is very specially, it's a fast pool for you or what? I like this pool very much. Well, my good chance, I made it here. Last year, today, the others. It's a good pool, I like it very much. Also sie hat natürlich gesagt, das ist hier ein sehr, sehr guter Pool, den magst du sehr, weil er sehr schnelle Zeiten zulässt. You were before in London, so you tasted. London. You swim in London before you go now to the Paralympics? No. No, so you cannot say if the water is feeling good or so? No. We swim in Sheffield, not in London. Well, London is going to be my first time. If you go to London, so you have a special pressure that you must bring a medal to Portugal? No. I hope to get to the finals. I cannot promise anything. Because I'm not a political. Also sie will da erstmal hingehen und will ins Finale kommen. And now I ask a little bit Matthias. And then I think for the last one you sing a song. You can remember what you would like to sing. Matthias, sehr international aufgestellt diese Meisterschaft. Und du freust dich glaube ich immer sehr, wenn halt viele, viele Nationen hier sind, oder? Natürlich, weil ich bin, wir haben diese Veranstaltung vor allen Dingen deshalb in der Art aufgebaut, in der sie jetzt existiert, weil wir gesagt haben, wenn wir nicht das Geld haben, dahin zu gehen, wo die internationale Konkurrenz ist, müssen wir halt einen Wettkampf etablieren, dass die internationale Konkurrenz zu uns kommen will. Ich denke, das gelingt uns ganz gut. So we have nations from South Africa and from Brazil here. So you think that Berlin is a good place for all the Paralympic swimmers of the world? Berlin is the best place for everybody in the world, but especially this competition, I believe in it's a good competition. We have a good performance this year, it's a high competitiveness, and yeah, I like it very much to have all these countries, all these swimmers, all this stuff here to meet again, because we see every single year again at the main competitions and in between. And I like it very much. I like the people, I like the swimmers, I like this sport, so yes. Also natürlich wissen wir, dass Matthias ein großer Fan von Berlin ist. Und Matthias, jetzt wollen wir das natürlich auf jeden Fall auf Deutsch machen, diesen Teil. Viele, viele Helfer, denke ich mir, stecken hier hinter, ohne die das alles gar nicht gehen würde, oder? Also das ist auch natürlich auf jeden Fall so. Einerseits gilt hier natürlich, dass es so einen kleinen Stamm von Helfern gibt, die diese Veranstaltung selbstverständlich ehrenamtlich, wie sich das gehört, das ganze Jahr über vorbereiten. Das heißt, auch die Vorbereitungen für die Veranstaltung nächstes Jahr sind jetzt schon angelaufen. Und dann kommen dazu natürlich all diese Kampfrichter, die wir rings ums Becken rum sehen, die sich hier 4 Tage lang von früh bis spät in die Beine im Bauch stehen und wirklich auch einen riesen Job machen. Und dazu kommen natürlich dann auch so die knapp 100 Helfer, die wir noch zusätzlich haben, die Ordnerdienste hier im Haus machen, plus natürlich dann letzten Endes auch noch das gesamte Personal der Schwimmhalle und so weiter. Also es ist schon ein Riesenstab, der dafür notwendig ist, so eine Veranstaltung so auf die Beine zu stellen. Und meine Damen und Herren, wenn Sie der Meinung sind, dass er recht hat, dann könnten wir ja vielleicht mal für all die Helfer jetzt einen großen, großen Applaus starten, oder? So thanks a lot for all behind. They work here in Berlin very, very hard. Thanks a lot. Matthias, jetzt hast du ja auch ein eigenes Schwimmteam, sehen wir. Ihr habt gestern extra noch ein neues repräsentatives Werbelogo angehängt. Bist du zufrieden mit deinen Schwimmern? Ja, das ist natürlich immer so. Man ist nicht mit jeder einzelnen Leistung hundertprozentig zufrieden. Man kann sich dann vieles erklären. Insgesamt bin ich schon sehr zufrieden. Gerade unsere Nachwuchssportler zeigen gute Leistungen. Insgesamt zeigt der Trend ganz deutlich nach oben. Viele Saisonbestleistungen, viele persönliche Bestzeiten. Wir hatten auch schon 2 Weltrekorde von Schwimmern unseres Teams hier. Ja, bin ich auf jeden Fall zufrieden. And then we must looking forward to London. So, you go with the team to London? I hope so. So, what you can do in London, especially for the team, what do you think?
Yeah, in London I will be responsible for my swimmers, so-called Berlin swimmers, and actually we have now in to have a qualification time, we have 7 swimmers in the team. I hope they will all go to London. We will have the committee on the 21st of July sitting in who will go to London. I hope for. And yes, I'm there as a coach, just as a coach. I'm there to coach my swimmers, to bring them to the best performance in the year. And I hope for good performances there and will do my best for that. And you are looking for Simone in London? Just a little bit. If she must have a tip from you, then you can go. She's interested, I think. Sure, every time. So, when you come to Berlin, how many people are in your team here in Berlin? I think it's 12 or 13. My colleagues there. My friends also. My friends, especially my friends. So, we are coming to the finish of 800 meter. So, Simone, you have a special song that was so nice if you sing. So, specially for you, Simone Fergoso. Well, I sing this song in the water on a 50 freestyle. Hope you like it. In the water? Okay, then we can hear it later. Thanks a lot. Thanks a lot, Simone. Good luck for London. Yeah, thank you. Und Matthias, dir und deinem Helferstamm natürlich noch viel, viel Spaß hier. Danke. Bis dann. Ja, schönen Dank an den Christian. Wir sind jetzt auf den letzten Metern des ersten Laufes. Also die ersten Sportler des ersten Laufes haben bereits das Ziel erreicht. Und in wenigen Sekunden geht es dann mit Lauf 2 weiter. So, aber Peter, wir haben es tatsächlich geschafft. Simone would like to sing now, so especially for you. I can't get no satisfaction. I can't get no satisfaction. Cause I'll try, and I'll try, and I'll try. And I'll try, I can get no satisfaction. Well, good luck for all. Ja, wenn das Mick Jagger hören würde, ne? Also. Very, very famous Simone Fergoso. Thank you very much. So, dann nutzen wir die Zeit, da der Sportler ja auf Bahn 9 noch einige Meter zurückzulegen hat für die Finalqualifikation 50 Meter Rücken der Frauen. Wir verlesen jetzt das A, B und das Jugendfinale. And we have the finalists for event 116, the women's 50 meters backstroke. In the A final, Rina Akiyama, Daniela Schulte, Lisette Toynison, Chloe Davis, Stephanie Millwood, Kirsten Brun, Edinia Garcia, Shireen Sapiro, Maries Oosterhuis, Julia Castello Fave. And in the B final, Maria Kapakidou, Anke Conradi, Christina Todea, Chicago Ono, Colbrun Alda Stefan Zdottir, Christian Repper, Emily Gray, Jacqueline Herbig, Paula Andrea Lara, and Irina Komogorova. The reserve swimmers are Elena Mühlenjust, Carla Casals, Vera Tam, Carolina Hammer, and Anita Osk-Grafensdottir.
And that's 11:55. Und für das Jugendfinale haben sich qualifiziert Alina Mühlenjost, Henriette Schöttner, Lisa Tautenhahn, Marie Eckelmann, Julia Bosica, Lena Dieter, Katharina Ganz, Peggy Sonntag, Laura Wrobel, Lina Henriette Jones. Und Ersatzschwimmerinnen sind dann Laura Schürmann, Nadine Brede, Nadine Pappert, Sabrina Elbe und Lara Grünzel. Abmeldung auch hier bis 11.55 Uhr. A swimmer in lane 9, just finishing now, lots of support, please, that's Marco Svillas from BV Leipzig, and just his qualifying time, 19:13, just outside that, but a good swim. Und wir kommen jetzt zum Lauf Nummer 2 im Wettbewerb, 800 Meter Freistil der Männer. And now to heat 2 of the men's 800 meters freestyle. In lane 0, Fulvio Di Ippolito. In 1, Matthew Wiley. In 2, Alberto Pavan. In lane 3, Jose Antonio Marie Alcaraz Garcia.
In 4, Kasper Ichek. In lane 5, Jon Magyar Sverrisson. In lane 6, Marcello Colette Mauro. In 7, Kahuru Harazawa. In lane 8, Chao Oliveira. And in lane 9, Jonathan Fox. Ja, und vielleicht kann der Kameramann, der jetzt beim Pool ist, ja mal zur Siegerehrung rübergehen. Bei mir ist jetzt der Jan Frobert. Jan, ihr habt hier einen schönen Shop und habt einiges für die Schwimmfans mitgebracht, oder? Jawohl, wir haben unsere neuesten Anzüge, die von den Firmen Speedo und Arena hier vor Ort sind und die verkaufen wir euch auch. Und was ist so das Besondere? Also ich weiß, du machst das ja bei den normalen Schwimmern, bei den Paralympics. Gibt es da so Spezialitäten, wo man sagen kann, das ist jetzt bei dir im Shop so ein Highlight? Ja, die Highlights sind im Moment noch 2 Carbonhosen, die wir noch da haben von Arena, was im Moment das neueste Material ist und was sicherlich auch zu Olympia die Marke Nummer 1 sein wird im Schwimmbereich. Ja, und da müssen wir natürlich noch beschreiben, wo wir dich finden. Also ich sage immer Mixzone, bist du damit einverstanden? Natürlich, ja, wir sind so ein bisschen im Umkleidebereich, da wo der anfängt, an der Treppe hoch zum Ein- und Ausschwimmpool. Und dort findet ihr uns und könnt auch mal vorbeischauen. So, and for all the other customers, where we find Jan, we find him in the mix soon. And you can buy many, many swim clothes there from Arena, Speedo, Tour. Which one forget? From Maru. Maru. So, come to Jan. He is waiting for you, and you have brand new clothes for the Olympic Games. That's right? Yes. Okay, vielen Dank. Zurück zu Bill und Peter. Ja, und wir nutzen die Zeit auf der langen Strecke, über die Finalqualifikation sie bekannt zu geben oder zu informieren. 200 Meter Lagen der Männer werden wir jetzt verlesen. Hier wieder das A, B und das Jugendfinale.
We now have the finalists for event 113, the men's 200 meters individual medley. The A finalists are Mark Evers, Mihovil Spania, Daniel Diaz, Kevin Paul, Jack Thomas, Charles Wright, Daniel Pepper, Tomas Soares, Rick Pendleton, and Keiichi Kimura. The B finalists are Ben Proctor, Maurice Dielen, Lucas Ludwig, Tobias Pollup, Sven Michaelis, Talisson Glock, Chaba Meilinga, Andriy Kalina, Craig Grunenwald, and Tomas Toth. The reserve swimmers are Takuro Yamada, Albert Gellis, Nelson Crispin, Daniel Geraldo, and David Realista Grasha. And the time 12:10. Und das Jugendfinale ist folgendermaßen besetzt über die 200 Meter Lagen der Männer mit André Lehmann, Alexander Ebert, Erik von der Lucht, Linus Nato, Julian Erxleben, Maximilian Weber, Francesco Kolle, Felix Adrian Schulze, Malte Braunschweig und Bastian Glocke. Ersatzschwimmer ist Robin Britten. Auch hier gilt die Abmeldefrist bis 12.10 Uhr. Well, what a good race we have here after nearly 800 meters. There's not a lot to separate the two swimmers in lanes 4 and 5, Jon Magyar Sverrisson and Kasper Jitschek. And they're turning now, and they're together. Look at this, after 800 meters in third place in lane 3, Jose Alcaraz Garcia. But it's the two swimmers in lanes 4 and 5. Sverrisson just holding off, just keeping that lead. Coming down to finish now. What a great race. And lane 5 from lane 4. Kasper Jisek and Jon Magyar Sverrisson.
Well, as this race finishes, I have to tell you that we're not drinking beer down here at the desk. We're drinking a wonderful lemonade, Fassbrause. So, Bill, wir trinken hier nämlich Fassbrause, damit wir nicht so schwitzen, und kein Bier, wie manche denken. So, Bill, you like it? It's typical Berlin. I like it. I like Berlin. And Fassbrause? Yeah, especially. It's good. Okay, then we say cheers with Fassbrause. Cheers with Fassbrause. And Bill, look to the scoreboard. We have two new world records. Congratulations to Kasper Zysk and Jonathan Fox. Silvio. So please give them an applause. Applaudiert für die beiden Weltrekordhalter.